Jo, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei uns World of Warships. Nachdem die letzte Runde mit den Gamerplex ein absoluter Flop mit seinem Schiff war, falls ihr euch erinnert, er hat als erster gleich den Stöpsel gezogen mit seiner Arkansas, haben wir gedacht, okay, groß Neues freigeschaltet haben wir nicht, dann gehen wir mal im Doppelpack mit der Arkansas Beta rein. Ich guck gerade mal, mit dabei ist auch wieder unser Lukas, unser stummer Kamerad, und er ist dabei mit der Kuma. Und an dieser Stelle übergebe ich dann mal an den Gamer. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Haben wir uns mal entschieden, beide mal das ganze Schiff zu spielen und mal gucken, was wir zusammenreißen. Weil zusammen haben wir 12 Türme und damit wollen wir Schiffe versenken. Jo. B, wollen wir mal waghalsig einfach mal vorcrashen nach B? Wenn würde ich sagen, wir crashen nach A rein, weil B hast du Nach verloren. A. Weil du müsstest halt die Geschütztürme drehen, wenn da jetzt was von links kommt, ne? Ich muss so oder so drehen. Meine gehen nach Steuerbord. Okay, pass auf. Ah, ist schon jemand. Ich fahre nach B. Ja, wir müssen zusammenfahren. Dann gib mal Gas. Ich gehe auf 3/4 Warte und mal, ziehe wir machen südlich es nach so. B. Du drehst deine Türme nach rechts und ich habe meine nach links gedreht. Okay, dann schließ mal auf. Ja, ich gebe Ich Gas, ne? bleib auf 3/4, du auf volle Fahrt. Oh, es leckt gerade bei mir. Ich hab noch. Das Ding ist so träge, ne? Ah. Oh, da hat einer drei. Drei Jäger. The enemy team has taken the lead. Wie hoch ist deine Distanz zu mir? 6 Kilometer. Ah, das geht ja noch. Ich würde dir empfehlen, stell mal direkt AP oder PB ein, weil HE macht nichts. Doch, die setzt in Brand. Mag ich Ja. eigentlich ganz gerne. Ja, gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt ein Schlachtschiff triffst in der Mitte, ist sehr, sehr gering, ne? Und die Kreuzer machst du halt kaputt. Ich schlage eine kleine Planänderung vor. B nehmen wir ein. A ist verloren. Dann würde ich sagen, ziehen wir hinter der Gebirgskette jetzt mal direkt nach C rein. Hältst du davon? Ja. Oh, Lukas ist bei mir. Soll ich schießen? Nein! Den brauchen wir vielleicht noch als Kugelfang. Da muss ich meine Türme wieder drehen, ey. Oh, die Reichweite ist so lächerlich. Vor allem da hinten ist eine Wyoming, ne? Ja, und ich komme nicht ran. Ich habe eine ganze Menge out of range. Ich habe alles. Ich liege unter Beschuss. Von was? Murmansk? Von Patronen, keine Ahnung was. 12 Kilometer Wig ist auf der rechten Seite. Aber. Die dürfte mich aber nur ankratzen, das ist ein Zerstörer. Ja, aber ich meine, das tut ja. Hi, da kommt die kommt aber etwas schneller auf mich zu. Was denn? Kommt schneller auf dich zu. Die Wiggis, die verringert die Distanz ganz schön enorm. So, jetzt ist die Sache, worauf schieße ich? Links ist die Omaha. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Fahren wir jetzt durch B durch oder was ist der Plan? Ja, ich mache jetzt die Weakest erstmal platt. Also ich Ich würde versuche. sagen, wir überleben und schlagen uns erstmal durch. Aber so wie es aussieht, kriegen wir hier ganz schön auf die Mütze. Das hast du Valley früh bemerkt. Ich hab mega Lags, ne? Ach du Scheiße, das war viel zu weit vor. Ja, das Schiff ist weg. The enemy team has taken the lead. Kann man die Geschütze wieder nach links drehen? Weil rechts geht ja wieder nichts. Ne, geht nichts. Die Wyoming macht mir Angst.
Da hinten ist er. Oh, da schießt noch irgendwas auf mich. Kawachi und Wyoming schießt auf mich. Nicht gut, nicht gut. 4000 Damage. Kann doch nicht wahr sein hier, ey. Also toll ist das Schiff nicht. Ne, ist echt nicht. Awashi schwer getroffen. Microphone activated. So. Alter Schwede, ey. Die krieg ich jetzt Torpedos, oder? Nee, doch nicht. Kriegt ganz schön auf die Mütze von mir, die Kawachi. Die mit Glück brennt gleich aus. Ja, ich hab sie. Ja, weg ist sie, aber nicht von mir. Nee, nee, ich hab sie. Aber hinten Wyoming macht mir mehr Angst. So, zieht er deinen Treffer. 9000 Damage. Sehr schön, 10.000 Damage. Die kriegt auf den Sack, die Sache ist. Doch, die läuft auf! Ja. Die Wyoming ist aufgelaufen! Direkt auf den Zitadeller. Was kann das denn? Kugeln sind direkt vorher eingeschlagen. So, meine gehen raus. Boah, die Streuung ist aber auch echt krass. Hast du? Versenkt! Sehr schön, was kommt da jetzt noch an? Miyogi. Da hinten sind die zwei Flugzeugträger, was machen die eigentlich so weit vorne? So, A haben wir auch eingenommen, sehr schön. Omaha geht mir so ein bisschen auf den Puller. Ja, die kommt in meine Richtung. Wenn die bei mir ist, dann versuche ich sie mal abzuschießen, aber die dreht ab. Wir haben aber ganz gut aufgeteilt, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ja. Also vom Schaden her ist sie ja gar nicht mal so doof, die. Nee, aber leider nur sehr kurz mit der Range. Ja. Wo schießt die denn hin? Aufgeklärt, ich bin aber gleich da. Ja, ich fahr mal rüber. Da ist noch eine Miyogi, die macht richtig Damage. Die müssen wir auch noch platt machen, ey. Da ist er. So, jetzt kassiert sie. Hoffentlich. Yo! Torpedos, wenn ich das richtig sehe, ne? Von mir gerade einmal kassiert. Lukas ist schon wieder raus. So, jetzt kriegt sie aber Breitseite richtig. Boah. So, jetzt haust du nochmal drauf. Ne, wo ist denn? Sobald sie aus der Gebirgskette da rauskommt. Ja. Sehr schön. Yo! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was fehlt denn jetzt noch? Ein Flugzeugträger, ein Kreuzer und zwei. Oh. Oh, Torpedobomber kommen.
Wyoming, 10 Kilometer hinter mir. Ach du Scheiße. Siehst du die? Wollen wir auf die gehen oder wollen wir uns auf C konzentrieren? Bei C ist ein Schlachtschiff, ein Flugzeugträger und ein Kreuzer eventuell. Ich weiß es nicht so genau. Oh, die Wyoming kriegt auf den Sack. Wie sieht's aus? Auf was gehen wir? Wyoming? Ja, sicher. Ah, gut. Bin ich unterwegs. Gut, sehr schön. Oh, Miyogi hat mich. Bist weg? Nee. Nee, noch nicht. Ah, sie dreht ihre Geschütztürme zu mir. Schitte. Also, es gibt jetzt nur noch ein Entweder-Oder. Salve ist raus. Hab verfehlt. Ach du Scheiße. Sehr schön, verschossen hat sie. Oh shit. Komm. Wie sieht's aus bei dir? Noch lebe ich. Ich eröffne das Feuer auf die Miyogi nach wie vor. Auf die Miyogi gehst du jetzt, okay. Ja, die hat mich angegriffen, hab sie auch getroffen, aber... Er hat noch viel HPs. Ich hab die Wyoming weggeholt. Dann drehe ich meine Geschütztürme und gehe auch zu Miyogi. Ey, das können wir sogar noch reißen, ey. Krass. Ich habe aber nicht mehr so viel, ne? Miyogi gegen Miyogi und uns beide. Ja, ich verpasse hier immer so ein paar Treffer. Wie oft kann man sich einen Jau! Heilen pro Runde? 3 bis 4 Mal. Okay. Oh, die hat schon kassiert jetzt. Ja, von mir hat sie auch gewaltig auf die Backen gekriegt. Hat der Flugzeugträger... Da ist sie weg. Hat der Flugzeugträger eigentlich noch Flugzeuge? Also Bomber oder sowas? Ja. Genau. Ich wurde weggebombt, darum habe ich nur noch so wenig HPs. Wir haben relativ wenig Damage gemacht. Ja, der... Wo will denn der hin eigentlich? Zu Miyogi, oder? So, bei C ist der aber. Da in dem Feld. Warum kann ich das nicht markieren? Oh, jetzt kommen wieder Flugzeuge. So. Bis zum Doppelpack läuft das ganz gut. Jeder von uns hat 2 Schiffe versenkt. Ja. Da ist sie schon stark. Also ich frage mich, wie es aussieht, wenn wir beide mal so eine Kongo oder so spielen. Stell es mal vor. Ah, die Kongo ist mies. Vor allem mit der Reichweite. So, Flugzeugträger Inside Bogue hat aber noch die Klippen. Ups. Ich muss da jetzt auch erstmal durchfahren, es sind noch 9 Kilometer. Ich glaube, die Miyogi macht den vorher kalt, weil die kann treffen. Der ist auch weg.
Funkgefangen hat eigentlich die Wyoming jetzt gerade Schaden bekommen. Flugzeuge mit Sicherheit. Da das ja nur noch der Träger ist. Wo ist der Träger mittlerweile? Der hat sich hier hinter irgendwo verschanzt. Hattest du ihn eben nicht gesehen? Ja doch, ich weiß, dass er da irgendwo ist, aber ich glaube, der hat sich da jetzt hinter der Inselgruppe, dass er vom Schlachtschiff nicht mehr getroffen werden kann, verschanzt. Wir konzentrieren uns erstmal auf C. Ja, wir haben ja noch 3 Minuten Zeit, aber in 3 Minuten schaffen wir das. Ja, aber wir müssen auch auf die Punkte achten. Oh, Flieger. Warum dreht mein Schiff nach rechts gerade? Er versucht automatisch dem Hindernis auszuweichen. Ja, ich war noch ganz weit weg. Da ist es. Da ist es. Wie viele Zieltreffer hast du erzielt? 31 und 2 Zitadellentreffer. Ich hab 44 und 3 Durchschlagstreffer. So, und jetzt gleich gibt's noch einen Flugzeugträger. Ich nehme noch C ein, das gibt richtig Punkte hier. So, wo ist mein Freund? Von oben kommt auch unser Verbündeter. Oh, aber die Miyogi hat ja fast gar nichts mehr, ne? Geil. Geh Gas mit der dicken Arsch, sonst schieb ich dich an. Hast du sie getroffen? Ja, natürlich. Versucht jetzt noch irgendwie wegzufahren, aber schafft sie nicht. Du schießt jetzt kaputt, wa? Oh. Doch nicht. Da mach ich es. Kann doch nicht wahr sein hier. Das ist mein Kill. Nein. Ah. Jawoll! So, sauber. Schön. Nummer 3. Also, man sieht, die Arkansas ist nicht schlecht. Das war nett. 1649 Erfahrungspünktchen. Ich habe 1653, mein Freund. Du bist ja auch ein Cheater und Hacker. Das wissen wir alle. Naja, aber nach dieser schönen Runde, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir machen noch ein paar mehr Aufnahmen. Und dass ihr genug habt zum Gucken. Wie gesagt, es gibt, soweit ich weiß, jetzt noch die... Ja, nicht Open Beta, man kann sich das kostenlos runterladen. Also ihr könnt es mal testen. Und, möchtest du noch was sagen? Nö, nur das Alte. Wenn ihr wollt, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und was machen wir denn jetzt mit den Nächsten? Wir müssen mal in höher gehen. Ich würde sagen, beim Nächsten nehme ich mal die Kongo und... Ich nehme die Cleveland. Du nimmst die Cleveland, dann haben wir doch was. Dann verabschieden wir uns mit diesen Worten und wir sehen uns. Bye bye. Oder ihr hört uns. Ja, genau.